Ja, wir haben jetzt gegeben die Funktion f von x gleich 4x hoch 5 minus 10x hoch 4 und wir wollen diese Funktion auf Extremata untersuchen, quasi lokale Extremata. Und die Frage ist, wie geht das? Wie geht das? Ja, bitte. Zuerst mal ableiten. Jo, also machen wir die erste Ableitung. Was ist die erste Ableitung von dem Ding? Ja. 20x hoch 4 minus 40x hoch 3. Sehr gut. Und dann brauchen wir für die Extremwerte noch die? Zweite Ableitung. Zur Klassifikation. Und wie lautet die zweite Ableitung? 80x hoch 3 minus 120x hoch 8. Sehr gut. So, das ist die Aufgabe. Und wie löse ich jetzt die Aufgabe mit den Extremata? Ja, bitte. Also, erstmal 0 setzen. Ja, wen? Also die erste Ableitung. Wenn wir die zweite genommen hätten, wären es die Wendepunkte gewesen. Also erste Ableitung 0 setzen. Und wie löst man das, ja? Jetzt könnte man das x² aushammern. Also zu wenig, man kann mehr ausklammern. X hoch 3. Man kann sogar ein 20x hoch 3 ausklammern. So, klammern Sie 20x hoch 3 aus. Ja, bitte. 20x hoch 3 minus, mal x minus 2. Sehr gut, gleich 0. So, jetzt müssen wir das gleich 0 setzen. Das setzen wir mit dem Satz vom Nullprodukt 0, also faktorweise. Oder was kommt da oben raus? Ja, bitte. X gleich 0 und x gleich 2. Sehr gut. So, das waren jetzt die Extremstellen. Was müssen wir jetzt mit den Extremstellen machen? Ja, bitte. Also berechnen wir f2' von 2. Das f2' steht da hinten. Das ist 80 mal 2 hoch 3 minus 120 mal 2 im Quadrat. Ja, bitte. 160. So, was bedeutet diese 160? Ja? Das ist größer als 0, also ein Tiefpunkt. Sehr gut. Also, größer 0, das bedeutet, wir haben hier ein Minimum. Und jetzt berechnen wir f2' von 0. Das ist 80 mal 0 hoch 3 minus 120 mal 0 zum Quadrat. Was kommt daraus? Ja, bitte. Und was bedeutet das? Ja? Man sollte jetzt noch auf ein Vorzeichen wechseln. Genau, also das heißt, es ist unklar. Es ist unklar, ob es sich hier um ein Maximum oder ein Minimum handelt. Das heißt, die Klassifikation über die zweite Ableitung läuft nicht. Ja, und jetzt müssen Sie das irgendwie mit dem Vorzeichen wechseln machen. Und wie Sie mich kennen, ich mache den Vorzeichenwechsel immer mit einer Wertetabelle. Sie können das machen, wie Sie wollen. Ich mache das mit einer Wertetabelle. Was muss in dieser Wertetabelle, was für Werte stehen da drin, für x-Werte? Und was steht hier unten drin? Ja, bitte? Minus 1, 0 und 1. Warum sind es ausgerechnet diese x-Werte? Ein Wert. Was muss der Wert sein? Ein Wert. Ja? Ein Wert kleiner als 0 und ein Wert größer als 0. Dürfte ich dann hier die 7 auch einsetzen? Die relativ nah an der Zahl liegt. Mhm. Und zwar so nah, dass er zwischen 0 und 2 liegt. Also der muss, ja, im Zweifel nah an der Zahl. Also die 7 würde hier nicht gehen, weil wir dazwischen schon ein Extremum wieder haben. Also wie gesagt, relativ nah an der Zahl, minus 1, 0, 1 ist okay. Was steht in der zweiten Zeile der Wertetabelle? Ja? Es wird in die erste Ableitung eingestellt. Sehr gut, also f' von x. So, der Versuch. Hier kommt raus die 60, hier kommt 0 raus, das ist klar. Und hier kommt raus die minus 20. Das sind die Werte der ersten Ableitung. So, jetzt interpretieren wir das. Ja, bitte? Jawohl. Und immer dort, wo es herkommt. Ja, das ist es. Also wenn es vom Plus kommt, ist ein Maximum. Wenn es vom Minus herkommt, ist ein Minimum. Also es handelt sich hierbei um ein Maximum. Ich zeichne die Funktion jetzt quantitativ auf. Die Funktion sieht etwa so aus. Das hier ist die Stelle 0. Das hier ist die von uns errechnete Stelle 2. So oder so ähnlich sieht die aus.
Was können wir denn über diese Nullstelle sagen? Das ist ein ganz bestimmter Typ Nullstelle von dieser Funktion. Was ist das für eine Nullstelle? Das ist nicht mal ein Punkt. Ja. Vielleicht auch ein Berührpunkt. Ja, das ist ein Berührpunkt, das ist aber noch mehr. Ich nenne das Ganze, das ist ein Flachpunkt. Ein Flachpunkt, das ist ein Hochpunkt, in unserem Falle vom Typ minus x hoch 4. Das heißt, wenn man die minus x hoch 4 anschaut, dann sieht die dem hier ziemlich ähnlich. Also die minus x Quadrat, die würde so aussehen und die minus x hoch 4, die sieht viel, viel mehr aus wie so ein Kasten. Ja. Also das heißt, es ist viel flacher an der Stelle im Vergleich zu einer Parabel. Ja, das liegt daran, dass Sie hier ein x hoch 4 bzw. minus x hoch 4 ausklammern können. Ja, es ist also eine vierfache Nullstelle. Eine vierfache Nullstelle, also Typ, ich sage immer x hoch 4. Gut, Fragen dazu? Ja,